Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy mit mir, dem Jan. Jetzt gehe ich hier durch dieses Portal. Wo bin ich jetzt? Rebellion. Da hinten ist eine Truhe. Noch irgendwo? Da hinten. Da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Ich habe keine Geduld für Verräter.
Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. In Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Phineas Nigellus Black. Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl?
Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Was? Ich freue mich auch. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, ja. Loyalität, Ehrgeiz. Lernwilligkeit? Ich mag gute Rätsel und ich denke, ich habe einen schnellen Verstand. In der Tat, du bist schlau. Was andere verwirrt, erfasst du mit klarem Verstand. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Vielleicht gehörst du nach Ravenclaw. Was? Der sprechende Hut wird deine Entscheidung berücksichtigen, wenn er dich einem Haus zuweist. Aus Ravenclaw, bekannt für Intelligenz, Kreativ und Scharfsinn. Hufflethering, bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Haus Gryffindor, bekannt für Tapferkeit, Mut und Ehre. Haus Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue und Fleiß. Ganz im Ernst. Gryffindor. Du bist bereit, auch allein voranzugehen, wenn es sein muss. Sei es Gryffindor! Und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte abenteuerlich werden.
Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Das Passwort ist Grata Domum. Grata Domum. Zutritt gewährt. Sehr gut. Nun gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Sehr gern. Genießen Sie die erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Willkommen in Hogwarts. Erst einmal. Revelio. Gibt's hier irgendwie was zum Looten oder so? Irgendwas machen? Kann ich hier? Wahrscheinlich nicht. Kann ich eigentlich irgendwie meinen Zauberstab wegpacken? Wo geht's nochmal zum Gemeinschaftsraum? Wie weit geht's hier nach oben? Hier sind andere Zimmer einfach. Patonga Podostics Building Quidditch World Cup James. Es ist wohl eine Siegerin gewesen. Ja, er bewegt sich. Was macht ihr denn da oben? Sieht schon alles sehr schön hier aus. Schlossstufe 1. Ich glaube nicht, dass ich da hoch sollte. Okay, habe ich jetzt auch verstanden. Ist das... Das ist nicht die Brücke, wo das... Nee. Oder? Wer da zu drüber? Was war hier? Feuer kann ich noch nicht. Gnarty Wildsmith. Wildsmith. Der neue Fünftklässler. Wäre fast Drachenfutter geworden.
der arme Mann vom Ministerium. Seltsam, so spät. Ich hoffe, diesmal erwischt sie einen Lehrer. Stell dich den und den nur den vor. Willst du es nicht mal probieren? Hab ich selbst gebraut. Hallo, du bist der neue Fünftklässler. Freut mich, ich bin Gareth Weasley. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Oh, ja. Ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Grässlich, diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Das ist bestimmt angenehm. Muss schön sein, sie als Lehrerin zu haben. Tja, das sollte man meinen. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler, behält mich ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist es etwas erdrückend. Aber sie meint es gut. Und sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Tante Mathilda? Erinnert mich voll an die drei Fragezeichen. Was ist das in der Tasse? Hast du ein Händchen? Trinkst du etwa Butterbier zum Frühstück? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. Das Brauen scheint dir Spaß zu machen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank. Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Hat mich gefreut, Gareth. Und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Viel Glück heute. Tante Mathilda, es kommt mir jetzt gar nicht auf den Kopf. Da geht's raus, oder? Schade, dass du keine Flügel hast, Nelly. Du erwischst das, kann ich nicht brauchen. Mit wem soll ich denn hier reden? Ach, da oben. Ich hoffe, diesmal erwischt sie ein Lehrer. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Von außen. Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxbeier. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Das stimmt. Ja, ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte! Unglaublich! Wie aufregend und beängstigend. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt, was Gryffindor dringend nötig hatte. Und Hogwarts auch. Welche Gerüchte gibt es über meine Reise nach Hogwarts? Dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Ich nehme an, du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Die meisten Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein. Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört. An Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Man weiß nie. Mach's gut. So, und dann da hinten. Wie? Doch nicht? Ich dachte wirklich, ich hätte es. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Go!
Oh, hallo, willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Figgs Schützling bist? Ich hab bei ihm studiert. So würde ich das nicht nennen. Er hat mir vor unserer Ankunft nur ein bisschen was gezeigt. Mist! Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist es das, was du gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Keine Sorge, du kriegst das schon noch hin. Oh, das hoffe ich. Wenn ich es schaffe, wird Professor Ronan sicher sehr beeindruckt sein. Ich versuche es einfach weiter. Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja. Und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis, nun ja, unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Können denn viele Schüler wortlos zaubern? Aber nein, in Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der 6. Klasse gelehrt. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Tja, viel Glück damit. Hat mich gefreut, Cressida. Mich auch. Viel Spaß am ersten Tag. Gryffindor Neuzugang. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Was war das denn? Okay, aber bevor ich hier weitermache, sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.